bin der Willi Wohlgemuth, ich bin der Präsident des Zeltclubs und wir haben heute den Frondiensttag mit den Wohnwagen, die vom Winterquartier kommen, auf den Campingplatz zu bringen. Heute sind es 20, die kommen. Das ist eine Vorequipe, weil offiziell ist der Platz erst ab dem 1. April offen. Und die weiteren 50 Wohnwagen kommen dann nach bis nach einzeln. Wir sind heutzutage schon der grösste Teil aus der Schweiz, aber nicht nur aus dem Welschen. Seit Corona hat es auch sehr viele Welsche, die mal in die Deutschschweiz kommen, die Ferien machen. Also von den Schweizern ist etwa die Hälfte aus der Region und die Hälfte von weiteren weg. Und ein Drittel vom Gesamten sind Ausländer, die hierher kommen. Was für eine Alternative gibt es denn für die Camper, die bis jetzt haben können hier hinkommen können? Was machen die, wenn der Campingplatz nächstes Jahr nicht mehr eröffnet wird? Einige sind in meinem Alter und werden aufhören, weil sie einfach keine Alternative finden. Wir haben als einzige Möglichkeit vergleichbar von der Situation am Greifensee. Und dort ist auch eine riesige Warteliste. Es ist chancenlos. Es kann sein, dass einmal einen oder zwei irgendwo einen Platz finden, aber dass wir das 30. oder das 40. nein, wenn auf einem Platz, der besteht, willkommen wären, das gibt es natürlich nicht. Der Platz wird betrieben und geführt durch die Stadt Wetzikon. Die führen ja gleichzeitig die Body führen da. Und das Personal ist in beiden Funktionen tätig. Die einen arbeiten auf dem Campingplatz schaffen und am anderen Nachmittag sind sie Bodyaufsicht in der Body. Das werden dann die müssen zurückbauen, wenn die Stellenprozent oder zwei Stellenprozente wegfallen, wenn der Camping nicht mehr ist.